Hallo Rafiki und willkommen zum neuen Video. Schön, dass du wieder da bist. Es freut mich, dass du eingeschaltet hast. In diesem Video werde ich einiges ausmachen. Ich komme gerade aus der Stadt und ich muss mich beeilen, weil hinter mir ist ein Schrank und muss aufgeräumt werden, weil die Person, die das abholen sollte, soll ja jederzeit sein. Und ja, wir können damit anfangen. So, ich muss nämlich diesen Schrank hier leer räumen, weil der Schrank ist jetzt weg und jetzt muss ich aufräumen. Ja, und jetzt muss ich staubsaugen. Und ich freue mich wirklich, wenn wir unseren neuen Schrank haben, weil wir brauchen einfach Platz. So, und jetzt können wir loslegen. Welches Papier? So, Rafiki, unserer Ecke steht und ich bin happy girl. Ich bin echt mega zufrieden. Einiges, also die meisten Sachen mussten wir auf Kamera machen. Ich musste auf die Kinder aufpassen und währenddessen hat mein Mann ein Park alleine aufgebaut. Und nun ist alles fertig. Ein Teil habt ihr gesehen, dass mein Mann diese kleine Schrank an der Wand fest montiert hat, sehr wichtig bei Schränke, weil wir haben zwei kleine Kinder. Dieser große Schrank ist auch an der Wand montiert, das heißt, es ist kindersicher. Die Türen stehen auch und ich bin wirklich mega zufrieden. Das ist unser Endergebnis und momentan ist immer noch alles leer. Den hätte man nicht gesehen. Ja, und so sieht es aus. Genug Platz für Bücher, Unterlagen und so weiter und so fort. Und die zwei Schubladen, da kommen auch so vieles dran. Wir haben Druckpapier, wir haben noch einen Drucker, Druckpapier, Bastelzeug für den Kids und so weiter und so fort. Und so gefällt es mir. Ja, ich bin zufrieden jetzt. Nun können wir die Sachen wieder einräumen. Ja, kleine Schritte, damit ich etwas voller fühle. So, mach es dir schön, wo du momentan lebst.
so sieht es aus. Mein Mann hat schon alles ausgepackt. In einem Vlog habe ich dir gezeigt, wie ich unsere Möbel eingekauft habe, beziehungsweise gekauft habe. So, das da ist mein Schuhschrank in diese Holzoptikfarbe. Irgendwie hat es mir nicht so gefallen, weil ich gemerkt habe, dass ich etwas Platz brauche. Da oben sind meine Wintersachen, Schals, Handschuhe und Co. Und dadurch, dass ich jetzt ein Schuhschrank habe mit etwas mehr Platz, dann die werde ich da im neuen Schuhschrank reinmachen. Und unten ist offen. Das Beste an meinem neuen Schuhschrank ist, dass die hat einen Spiegel. Ja. Und jetzt können wir loslegen. Unser Schrank ist eigentlich fertig. Hat mein Mann gestern fertig gebaut. Ich habe nicht so viel mithelfen können, weil ich die Kids ins Bett bringen sollte oder gebracht habe. Und nun kann ich dir zeigen, was wir vorhatten. Aber irgendwie kam ein anderer Plan. Geplant war, dass dieser weiße Schrank hier steht, wo dieser Holzoptik-Schrank ist. Aber dadurch, dass meine neue Schuhschrank ein Spiegel hat, haben wir gedacht, vielleicht können wir ihr machen und das werden wir wegmachen. Ja, und jetzt können wir ein bisschen hier und da umändern und gucken, wie es passt. Der Grund, warum wir hier am besten finden, ist, wir haben keinen Spiegel bei uns am Flur. Das heißt, wenn man jetzt rausgeht, ja, ihr kennt, wie es läuft. Man will einfach gucken, passt einfach alles, stimmt einfach alles. Und dadurch, dass der Schrank einen Spiegel hat, wollen wir diese Lösung nutzen. So, ich nehme euch ein bisschen mit und gucken wir, wie es läuft. Und wir müssen noch die Türen montieren. Und wie man schon sieht, es hat viele Ablagefläche, aber dadurch, dass einige Stockelschuhe etwas hoch sind, es kann sein, dass ich die Ablagebretter umändern muss. Und ich habe noch Winterstiefel und die sind hoch. Das heißt, es kann sein, dass eine Ablagebrett komplett wegkommt. Aber ihr werdet auf jeden Fall sehen. So, wir legen jetzt los und viel Spaß.
So, ich zeige dir ganz schnell Zwischenergebnis. Ich habe die Schuhe so provisorisch reingemacht, eingeräumt. Und ich werde in der Zeit gucken, wie ich noch einplanen kann. Aber ich schätze mal, es wird nicht so viel ändern. Ganz unten sind Wintersacken und dann Hausschuhe, Sportschuhe und dann Stöckelschuhe. Ja, und kommen wir so. Und hier in diesem Box sind alle meine Winterhandschuhe ganz dick und dünn, so Sporthandschuhen-mäßig. Sieht so aus. Und hier sind Sohlen und in diesem Box sind ein paar Schals. Ja. Und am Eingangsbereich sieht so aus. Das Ergebnis zeige ich dir morgen, wenn wir fertig sind. Jetzt müssen wir die Kinder ins Bett bringen. Wir sehen uns morgen. So, ich denke, jetzt kann ich dir das Endergebnis zeigen. Ich habe nicht vieles in meinem Schuhschrank geändert. Es ist so geblieben, wie es am Anfang war, wie ich am Anfang gezeigt habe. Und den Grund, warum ich einen weißen Schuhschrank geholt habe, ich denke, weiße Farbe ist irgendwie neutral. Ich hätte diese Holzoptik-Schuhschrank und das Problem liegt daran, wenn man jetzt noch einen Schrank kaufen will. Es kann sein, dass man nicht die gleiche Farbe findet und die weiße Farbe war für mich passend. Und jetzt mache ich auf, dann kann ich dir zeigen, ich habe nicht viel geändert. Wie man schon sieht, ganz oben sind Wintersachen, Mütze, Handschuhe und so weiter, Sohlen. Hier sind so ein paar afrikanische Tücher to go und hier drin habe ich noch ein paar, die nehme ich ab und zu, wenn ich jetzt welche brauche. Und ich habe versucht, die Schuhe so zu organisieren, je nachdem, welche Schuhe ich momentan brauche. Wir haben momentan Sommer und das bedeutet, die Sommersandalen sind ganz oben, damit ich mich nicht bucken muss. Und dann habe ich hier alle meine solche Schuhe, finde ich auch perfekt da passend. Und noch etwas, was wir gemacht haben, wir haben die Einlagebretter umgeändert, denn dieser Schrank hat Löcher, kann man hin und her ein bisschen ändern, je nachdem, wie auch die Schuhe sind, die Stöckelschuhe sind. Und dann ganz unten meine ich, hier habe ich meine Sneakers, die ich ja ab und zu trage, wenn wir unterwegs sind, weil ja, ihr kennt, ich bin Mama von zwei Kindern und Stöckelschuhe anzuziehen, wenn ich unterwegs mit den Kids bin, dann ist es nicht so bequem. Ganz unten habe ich alle meine Winterstiefel und ich finde es perfekt, wenn sie da unten sind, weil ich bin der Meinung, im Winter ist etwas nass draußen im Vergleich zu Sommer und die da unten zu lagern ist viel besser, falls sie irgendwelche Erde haben oder nass sind. Dann kann ich die einfach da lassen. Und ein paar Hausschuhe und ja, so sieht mein Schrank aus und ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden. Und noch etwas, was ich in der letzten Zeit mache. Ihr kennt, wenn man ein neues Parfum kaufen möchte, man bekommt solche Sachen. Und wenn ich jetzt einen Duft probiere, ich nehme diese ganzen Sachen mit und die einfach in meinem Kleiderschrank oder wie jetzt im Schuhschrank rein und dann kann dieser Geruch einfach da. Also mich stört es nicht persönlich und ich liebe es einfach. Ganz oben, ich würde es so frei lassen, weil ihr kennt, auch wenn die Fenster geschlossen sind, Türen geschlossen sind, es kann sein, dass irgendwelcher Staub reinkommt. Daher werde ich einfach da lassen. Aber ich bin am Überlegen, ob ich da eine Pflanze platziere. Aber mal gucken, weil es kann sein, dass wir eher nicht genügend Licht haben. So, noch etwas, was wir bei uns am Flur geändert haben. Unser kompletter Flur war gelb. Und diese gelbe Farbe hat irgendwie gestört. Auf einem Zeitpunkt, es hat mich so viel gestört und daher haben wir unsere Flur
weiß gestrichen, also nicht weiß gestrichen. Wir hatten eine Tapete und es war gelb. Ganz reine gelbe Tapete. Und jetzt die richtige weiße Ton zu bekommen, es war schon clever, diese gelbe Tapete wegzubekommen, damit wir eine weiße Tapete haben. Und wir haben noch gestrichen, damit man die Übergänge, ja, nicht sieht. Und dadurch, dass wir auch kein natürliches Licht bei uns am Flur haben, ich finde, die weiße Farbe lässt auch viel, viel, viel Licht drin. Und das finde ich auch cool. Eigentlich der einzige Nachteil ist, wenn man kleine Kinder hat, es kann sein, dass sie irgendwo schreiben, ihre Kunst machen, aber das gehört also einfach dazu. Und nun auf diese andere Seite. Hier ist der Schuhschrank der Kinder. Dadurch, dass sie noch klein sind, ich finde es besser, wenn deren Schuhschrank offen ist, damit sie ihre Schuhe sehen können und ganz leicht und schnell anziehen können. Also sie haben nicht so viele Schuhe, weil die Füße wachsen auch. Es ist nicht wie bei mir oder bei meinem Mann. Und hier sind ein paar Sachen einfach gelagert. Wir haben momentan Sommer und Sonnencreme braucht man fast jeden Tag. Ich habe hier noch diese Kaufmannscreme, was man benutzen kann. Und noch diese Wasserspray, falls es zu heiß draußen ist. Das benutze ich auf mein Gesicht. Das hier war mein Schrank am Anfang und das hat mein Mann jetzt. Und ich denke, er ist damit zufrieden. Darum sind noch ein paar leere Flaschen. Die zwei Helme, es kann sein, dass ich die noch irgendwo bringe, aber momentan, sie passen auch da drin. Regenschirme, damit sie ja griffbereit sind. Und wie man schon sieht, ganz oben ist eine Stange und da ist ein Schaukel. Die Kinder schaukeln ab und zu. Und ja, ich finde es cool. Und die Kinder lieben es einfach da zu schaukeln. Die andere Lösung war, so einen Schuhschrank zu holen in diese Holzoptik, in diese Farbe. Die gleiche Farbe zu finden bzw. nachzukaufen ist sehr, sehr, sehr schwer. Und für mich persönlich war es sehr wichtig, dass wir eine harmonische Farbe im Haus haben. Daher war eine weiße Schrank die beste Lösung, weil es muss auch zum Boden passen. Also Möbeln zu bauen ist für mich persönlich Neubau. Meine erste WG in Deutschland war komplett mobiliert. Dann bin ich im Studentenwohnheim. Im Studentenwohnheim war auch komplett mobiliert. Dann bin ich irgendwann mit meinem Mann gezogen und das bedeutet, ich hätte noch ein paar Möbel. Und in dieser Wohnung, wo wir momentan wohnen, es war einfach Möbel von zwei Haushalten und daher versuchen wir, dass wir ein bisschen Harmonie haben. Es ist so wie Fast Food Problems, weil die Möbel, die wir hatten, sie erfüllen ihren Zweck, aber im Laufe der Zeit man merkt, ist nur Kleinigkeiten, die man auch weglassen kann, aber auch die man ändern kann, wenn man es möchte. Ja, ich denke, ich bin jetzt fertig und ich werde einfach dieses Vlog schneiden, damit ich posten kann. Danke für das Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Und vergiss nicht, dieses Kanal zu abonnieren und das Glöckchen natürlich einschalten, damit du jedes Mal benachrichtigt wirst, wenn ich ein neues Video poste.